Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler. Wir geben Ihnen ein weiteres Schema für Textproduktion, und zwar Textproduktion für Bildbeschreibungen. Ja, die Bildbeschreibung, das kann sein ein Foto, das kann ein Kunstwerk sein, ein Gemälde, es kann eine Karikatur sein. Bildbeschreibungen sind sehr schwierig, weil von ihnen auch etwas Fantasie verlangt wird, gefordert wird. Bildbeschreibungen fallen besonders logisch nüchtern denkenden Menschen sehr schwer. Wir geben Ihnen das klassische Schema oder unser Schema. Einleitung, Interesse beim Betrachter wecken. Ja, Sie beginnen auch hier mit einem einleitenden Satz und versuchen, den Betrachter zu interessieren. Wenn das Thema eindeutig aus dem Bild hervorgeht, dann das Thema benennen. Ja, zum Beispiel. Es geht hier um ein wichtiges Thema des Sports, nämlich um das Thema Doping. Ja, also wenn das Thema aus dem Bild hervorgeht, dann können Sie diesen Satz schreiben. Wenn das Thema zu erarbeiten oder zu interpretieren ist, dann einen allgemeinen einleitenden Satz. Zum Beispiel. Vor mir liegt ein nicht uninteressantes Bild, ein Foto oder eine Karikatur. Ja. Dann kommen wir zum ersten Hauptteil. Beschreibung. Die Beschreibung, ja? Beschreiben Sie das, was Sie sehen, aber auch das, was Sie nicht sehen. Das kann auch sehr wichtig sein, ja? Es kann ja ganz bewusst vom Künstler etwas weggelassen werden, mit einer bestimmten Absicht. Beschreiben Sie vom Allgemeinen zum Besonderen. Also nicht umgekehrt, werden Sie nicht konkret ins Detail, ja, was Sie da sehen, sondern versuchen Sie, den allgemeinen Zusammenhang zu erkennen und zu beschreiben. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Ja, Sie müssen keine Romane schreiben, kurze, klare Sätze. Versuchen Sie, eine zusammenhängende Gesamtbetrachtung zu erreichen. Ja. Also zählen Sie zum Beispiel nicht auf, das ist ein Tier, da ist noch ein Tier, da ist ein drittes und ein viertes Tier. So beschreibt ein kleines Kind, für Sie ist es ein Rudel Tiere.